emotionalem Tief war. Ach, schon wieder wild. Fasten-Challenge mit Manifestation. Ich hatte eine richtig schöne Nacht mit ihnen. Richtig crazy. Er hat mir einen Flug gebucht nach San Francisco. Ich war hin und weg davon. Dieser Flug war $950. Ich dachte mir, what the fuck? Werde ich es schaffen, 40 Tage zu fasten? Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video und es gibt Neuigkeiten. Und zwar habe ich heute spontan entschieden, meine Challenge anzugehen. Ich wollte es erst Mitte Februar machen, allerdings habe ich irgendwie gefühlt, nein, es ist der richtige Zeitpunkt, nachdem ich jetzt die letzten Tage schon wieder in einem emotionalen Tief war. Bei mir ist ja einiges die letzten Tage passiert. Ach, schon wieder wild und ich habe schon wieder krasse Sachen manifestiert. Deswegen werde ich das Ganze auch Fasten-Challenge mit Manifestation verbinden. Das heißt, ich werde euch erzählen, was ich manifestiere, während ich faste. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich der Meinung bin, dass das Fasten dich so reinigt und energetisch so hoch katapultiert, dass du in der Lage bist, alles zu manifestieren, beziehungsweise wirklich vieles Gutes zu dir kommt. Ganz kurz, was ist passiert die letzten Tage? Also mir ging es nicht gut. Ich habe wirklich was richtig Verrücktes erlebt. Dazu komme ich gleich. Aber wegen diesem emotionalen Tief wusste ich, dass wenn ich jetzt anfange zu fasten, dass der beste Weg sein wird, um mich wirklich energetisch viel, viel besser zu fühlen. Alleine die Entscheidung im Kopf hat mich schon komplett verändert. Es ist einfach eine Challenge, die mir sowieso gut tut. Also ich glaube, ich bin auch dafür gemacht, dass ich mich immer weiterentwickeln muss. Und ich weiß, das Fasten wird auch mein Bewusstseinslevel wieder eine Stufe nach oben packen, weil du bei jeder Fasten-Challenge, bei jeder Fastenphase, je nachdem wie lange sie ist, wirklich viel mitnimmst und auch viel loslässt. Nicht nur Gewicht verlierst, sondern auch emotionale Ballaste, sage ich mal, verlierst und natürlich dich auch sowieso reinigst. Ich bin recht motiviert. Ich habe den Morgen damit begonnen, dass ich 10 Kilometer spazieren gegangen bin. Ich habe heute noch nichts gegessen und noch nichts getrunken. Ich habe gestern zuletzt getrunken. Wasser mit Saft gestern Abend um 8 ungefähr. Leichtes Hungergefühl kam mit Sicherheit auf. Ich habe es allerdings ignoriert. Ich habe mich gedanklich dann nicht darauf eingelassen. Ich muss aber auch sagen, dass ich es wirklich gefühlt habe, dass heute der richtige Tag ist. Ich wollte vorher schon fasten. Ich habe es da aber nicht gekonnt. Also man muss auch im richtigen Moment sein und heute passt es einfach für mich perfekt. Also ich glaube, das Fasten wird gut starten. Ob ich es wirklich 40 Tage schaffe, kann ich euch nicht sagen, aber ich will schon seit längerem die 40 Tage einmal vollkriegen. Ich wollte schon letztes Jahr machen, da habe ich nur 21 Tage, glaube ich, geschafft. Damals habe ich 35 Tage gefastet, das war mein längstes Fasten, aber die 40 Tage wollte ich vollkriegen. Normal ist ja Fastenbeginn, ich glaube, 15. Februar dieses Jahr. Meine Mutter wird aber am 2. Februar kommen, deswegen hätte ich das sowieso nicht hinbekommen, dann zu fasten. Deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht jetzt ein ganz guter Punkt, gerade jetzt noch ins neue Jahr zu fasten. Das ist doch genial, gerade kurz nach Weihnachten, also perfekt. Ich habe mich auch intuitiv, nicht absichtlich tatsächlich, weil ich wusste nicht, dass ich heute fasten werde. Ich habe mich intuitiv darauf vorbereitet, dass ich auch die letzten Tage fast nur Gemüse gegessen habe und Kartoffeln und Erdnussbutter mit Apfel übrigens. Neu entdeckt für mich. Richtig geil. Genauso geht man gut ins Fasten rein. Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Verdauung muss einfach gut funktionieren. Wenn nicht, dann kann es wirklich sein, dass du übelst harte Verstopfung bekommen kannst, was sehr unangenehm ist. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich habe schon einige Fastenfehler in meinen etlichen Fastenerfahrungen gemacht. Jetzt ganz kurz, was ich jetzt manifestiert hatte. Ich hatte so eine komische Stimmung, auch zu Weihnachten. Ich habe komplett geweint. Ich habe auch ein Video dazu aufgenommen, was wirklich passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen soll. Es ist wirklich dramatisch. Und ich bin auch darüber hinweg, eigentlich. Und mir ging es auch dramatisch schlimm, okay? Jetzt geht es mir viel, viel besser. Ich merke sofort die Leichtigkeit, aber gestern ging es mir auch gar nicht gut. Also gestern lag ich den ganzen Tag im Bett. Ich bin halt jemand, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann gehe ich in den Schmerz rein. Ich versuche halt, die Dinge zu lösen. Ich versuche, mich selber zu heilen, um natürlich diese Erfahrung mit euch zu teilen, damit ihr euch auch selber heilen könnt, wenn ihr solche Themen habt. Ich hatte nämlich mit Verlustangst zu kämpfen und zwar hatte ich jemanden vor kurzem kennengelernt. Ich mache die Geschichte super kurz. Es war super intens, es war eine super geile Connection. Wir haben uns einen Tag getroffen, richtig crazy. Er hat mir einen Flug gebucht nach San Francisco. Ich war hin und weg davon. Dieser Flug war $950. Ich dachte mir, what the fuck, was geht hier gerade ab? Und ich hatte eine richtig schöne Nacht mit ihm und ich habe auch das erste Mal seit ein Jahr und einem Monat wieder mich geöffnet für einen Mann.
sexuell. Und das war eine sehr, sehr krasse Erfahrung für mich. Naja, auf jeden Fall, es hat mich wirklich bewegt. Es war wunderschön. Und auch dieser Flug und diese, okay, ich reise da bald hin. Wow, es ist mega nice. Und dann war es aber so, dass er einen tragischen Unfall in der Familie hat. Also er musste dann auch weit wegfliegen. Er reist allgemein auch sowieso sehr viel. Also bei ihm ist ja alles so, da habe ich mir auch gedacht, okay, das passt irgendwie fast rein. Also ich habe es irgendwie schon fast gedacht, dass irgendwas dazwischen kommen könnte. Das heißt, er musste zu seiner Familie fliegen, mit der Familie, wie gesagt, weit, weit weg. Und er kann nicht planen, wenn er wiederkommt. Das heißt, wir haben den ersten Flug gecancelt. Dann habe ich ihn nochmal gebucht, weil wir dachten, dann können wir uns sehen. Hat es wieder nicht geklappt. Dann haben wir den Flug wieder gecancelt. Dann hatten wir eine kleine Diskussion. Und dann kam sofort meine Verlustangst schon hoch. Und ich habe gedacht, nein, ich habe es jetzt wieder verkackt mit meiner Angst, mit meiner Verlustangst. Und also ganz doofes Thema eigentlich gewesen. Und jetzt weiß ich halt auch nicht, wann wir uns wiedersehen werden. Ich hoffe doch schon das, aber ich weiß nicht wann. Und der Kontakt ist gerade auch nicht so da. Und das gerade zu Weihnachten. Dann hat mir meine Mutter noch gesagt, dass meine Familie halt mega traurig war. Mein Cousin und so, dass ich nicht da bin, dass sie mich vermissen. Und dann ging es mir echt nicht gut. Ich hatte sowieso ein paar Themen, die ich aufarbeiten wollte die letzte Zeit. Aber das hat mich sehr krass belastet. Ich war wirklich richtig, also ich habe mich richtig, richtig unkontrolliert gefühlt. Also ich habe gemerkt, ich steigere mich gerade extrem in diesen Schmerz rein, aber ich wusste auch, ich musste es tun. Das ist ja manchmal so. Ich hatte dann diese Schwere die ganze Zeit im Gefühl. Ne? Ich war ja noch in Isla Mujeres vor 2 Tagen mit meiner Freundin zu ihrem Geburtstag. Da ging es auch alles, aber gestern ging halt gar nichts. Da konnte ich auch gar nicht rausgehen. Und es war ja so, dass ich vor 1 Jahr und 1 Monat einen riesigen Liebeskummer hatte. Dann bin ich ja auch nicht mehr rausgegangen. Seitdem sind ja auch, also nicht mehr so viel rausgegangen wie vorher. Seitdem sind ja auch meine Haare so unglaublich dunkel, weil ich ja kaum noch am Strand war. Und hier unten, das ist noch das Alte. Ich hatte ja komplett blonde Haare, falls ihr euch erinnert. Das kam alles, weil ich nicht mehr viel draußen war, weil ich halt so im Kummer war. Ne? Für euch, falls ihr auch solche Themen habt, ist ja nicht so, dass diese eine Situation irgendwie dich so fertig macht. Das ist so, dass durch die eine Situation der Schmerz von dem Vergangenen hochkommt. Das heißt, du hast zum Beispiel früher in der Kindheit irgendwas erfahren oder irgendwelche Verluste gehabt. Personen haben dich verlassen oder Beziehungen sind gescheitert. Das heißt, immer wieder dann, wenn du das wieder erlebst, dann kommt dein kleines, verletztes, inneres Kind hoch und das ist dann mega traurig und deswegen verhält man sich dann auch wie ein kleines, trotziges, trauriges, verletztes Kind. Und das passiert mir halt immer wieder häufig und langsam merke ich aber, ich realisiere es jetzt viel, viel schneller und ich kann da direkt darauf eingehen. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch in der Situation gemerkt, oh, da kam gerade mein verletztes inneres Kind auch hoch. Okay, das möchtest du jetzt auflösen, weil du bist nicht mehr dieses verletzte innere Kind und die Situationen müssen nicht wieder passieren. Das heißt, du kannst es auflösen, wenn du es erkennst für dich und auch weißt, du musst keine Angst mehr haben, weil du musst keine Angst haben vor dem, was passiert, denn alles, was passiert, wird nicht so schlimm sein. Du hast ja überlebt. Weißt du, das sage ich mir ganz oft. Ich habe es überlebt. Es ist nur die Angst vor der Angst, die ich habe. Weißt du, ich habe Angst, dass ich wieder so eine Angst habe und dann bin ich in der Angst. Und ich habe letztens ein Masterclass gesehen von Luca Liran übrigens. An der Stelle kann ich auch mal empfehlen. Da hat er nämlich gesagt, dass, ja, du bist die Angst. Wir sind die Angst. Wir sind alle schon. Und ganz ehrlich, dieser Satz hat mir auch irgendwie was gegeben. Ich habe mir gedacht, wovor habe ich hier eigentlich Angst? Habe ich Angst, einen Menschen zu verlieren, den ich nicht kenne? Nein, habe ich eigentlich nicht. Ich habe nur Angst vor diesem Gefühl, weil ich dieses Gefühl nicht mehr haben möchte. Aber ich bin ja alles. Auch in dieser Masterclass hat eine Frau ihre Ayahuasca-Erfahrung geteilt und auch der Luca hat was dazu gesagt. Und zwar hat er gesagt, dass in der Ayahuasca-Erfahrung hat er den Schmerz gefühlt der Welt, so das Weltleiden. Und ich habe das auch. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich in solchen Schmerzmomenten bin, wo ich irgendwie verletzt bin, dass ich so das Leid der ganzen Welt in dem Moment fühle. Das ist so unerträglich, fast scheint, dass ich es fast nicht aushalten kann. Naja, und das waren wieder so Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, dass ich mir gesagt habe, Justine, es geht nicht so weiter. Du musst jetzt aus dieser Energie raus. Und diese Erkenntnis hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich werde mir eine Tafel holen. Das heißt, ich habe mir eine Vision-Tafel geholt. Ja, ich werde mein Vision Board jetzt die Tage machen, mache ich mit euch zusammen. Könnt ihr gerne dabei sein. Und dann werde ich aufschreiben, was ich für Ziele fürs nächste Jahr habe. Und dann bin ich ja schon in den Gedanken gegangen, okay, ich will mehr reisen. Ich habe Bock auf Abenteuer. Ich will mehr Ja sagen. Ich will weniger Zweifel haben und weniger denken. Okay, ganz, ganz wichtig. Weil ich zerdenke sehr viel. Und pass auf. Und sobald ich mich heute auch dazu geöffnet habe, habe ich sofort auch diese Leichtigkeit, wie gesagt, gefühlt. Und auf einmal schreibt mir jemand. Mit denen habe ich vor 2 Jahren oder so ein Techtelmechtel gehabt hier in Mexiko.
Oh Mann, ich habe den einfach irgendwie geschrieben, hey, wie geht's dir? Ich habe an ihn gedacht, ich habe eine Musik von ihm angehört. Okay, er macht Musik und so. Und auf einmal sagt er mir, ey, es ist so schön von dir zu hören. Ich habe so Bock, dich wiederzusehen und so. Ich bin in L.A., hast du Bock zu kommen? Ich zahle ein Ticket, dies, das, wo ich mir dachte, Alter, was geht jetzt schon wieder ab? So, ich habe mir gerade doch gedacht, ich will mich wieder öffnen und ich will raus und ich will mich jetzt nicht wieder verbuddeln oder so, weil ich mal ein emotionales Tief habe. Und auf einmal kommt wieder so eine geile Opportunity. Und ich habe ja jetzt, das ist wirklich jetzt schon der dritte Flug, den ich von jemandem quasi geschenkt bekomme. Übrigens, ganz kurz zu diesem anderen Flug, dieser Flug nach San Francisco. Ich habe ja von ihnen die ganzen Credits bekommen. Das heißt, ich habe jetzt $950 Credits. Zieht euch das mal rein. Und natürlich sollte ich die nutzen, um ihn zu sehen. Aber er wusste jetzt ja gar nicht, wann wir uns sehen, beziehungsweise ob wir uns sehen. Und dann hat er halt mir angeboten am Ende, nutze die Credits, wohin auch immer du fliegen willst. Ich schenke sie dir. Das ist ein Geschenk für mich, weil du bist eine tolle Person, ich hatte eine schöne Zeit, wo ich mir dachte, habe ich jetzt quasi einen Flug manifestiert, in wohin ich möchte, und dann habe ich jetzt schon wieder jemanden manifestiert, der mir einen Flug holen will. Und dann denke ich mir, sowas geht ab. Und dann habe ich heute noch, ich will euch nur erzählen, was passiert, seitdem ich wieder diese Leichtigkeit fühle, habe ich heute auch ein Angebot bekommen, morgen zu tauchen. Ja, also auch for free, einen Tauchkurs mitzumachen. Und dann hat mir noch jemand geschrieben, den ich auch schon länger kenne, und der ist auch gerade in Mexiko, und ob ich nicht Bock habe, da irgendwo nach Cozumel zu fahren mit dem. Und also was ich sagen wollte ist, ich habe nichts getan und die Leute kontaktieren mich. Und heute hat mich noch jemand kontaktiert und hat mir einen Job angeboten, für eventuell Social Media was zu machen. Ja, es ist nur eine Idee für nächstes Jahr. Und genau dasselbe hat ja auch er gesagt, der gerade in L.A. ist. Er hat gesagt, du kannst kommen, du kannst mir helfen, weil ich will auch mehr Content kreieren und du könntest hier auch Content kreieren. Und ich dachte mir dann, was geht hier eigentlich gerade ab? Und das ist, wenn deine Schwingung hoch ist und wenn du einfach nur versuchst, wirklich das wertzuschätzen, was du gerade hast, und aufhörst, zu thinken, weil dieses Overthinking macht dich absolut kaputt. Und ich habe das immer wieder gemerkt, und ich habe auch gesagt, wofür ich mich für nächstes Jahr öffnen möchte, und ich hoffe, dass das Fasten mir auch dabei helfen wird, ist, Kontrollzwang abzulegen. Ich habe einen großen Kontrollzwang, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch bei dir kennst, es liegt einfach darin, weil ich angefangen habe mit der Manifestation, mit dem Gesetz der Anziehung, mit Gedanken erschaffen Dinge vor 9 Jahren oder so, also 2008 habe ich angefangen. 2008 habe ich angefangen damit. Oh mein Gott, okay, das ist ja noch viel, viel länger. Also seit sehr vielen Jahren bin ich schon in diesem Thema drin. Und das heißt, meine Gedanken, weil ich ja auch ein manifestierender Generator bin im Human Design, manifestieren sich halt sofort. Ich denke an etwas und ich kann Dinge auch vorahnen. Also man könnte jetzt sagen, ich kann hell sehen, aber das ist Bullshit. Also ich denke an eine Sache und die manifestiert sich und ich fühle sie schon vorher. Also ich kann dann sagen, das wird nicht klappen, oder das zum Beispiel auch mit dem Flug nach San Francisco. Ich hatte ein komisches Gefühl schon, bevor wir den überhaupt gecancelt haben. Und ich wusste irgendwie, ich werde wahrscheinlich nicht fliegen. Ich habe es auch nur wenigen Leuten erzählt. Und es war schon komisch, wo ich das den Leuten erzählt habe, weil ich irgendwie das gar nicht richtig annehmen konnte, glauben konnte. Ich weiß nicht, ob ich es deswegen manifestiert habe, dass ich nicht geflogen bin, oder ob es wirklich war, dass ich intuitiv wusste, dass ich wahrscheinlich nicht fliegen werde. Aber ich wusste, ich habe diesen Flug. Also alles passiert aus einem Grund. Und wenn man so durchs Leben geht, geht man auch mit einer Leichtigkeit durchs Leben, und das kann auch wieder viele schöne Dinge in dein Leben manifestieren. Ich wollte gar nicht so lange darüber erzählen, aber es war so wichtig, weil das sind Geschichten, die mein ganzes Leben verändert haben, weil ich schon damals dieser Flug nach Hawaii, den ich bekommen habe, und dann nach Amerika im Anschluss, jetzt diesen Flug nach San Francisco, dann auch die Reise in Dubai und so. Also es ist immer so, dass wirklich die Umstände in mein Leben kommen, und ich weiß auch, dass du auch lernen kannst zu manifestieren, aber ich möchte nicht, dass du wie eine Besessene, so wie ich, wirst und jeden Gedanken versuchst zu kontrollieren, weil das ist auch nicht gut. Du musst in die Leichtigkeit kommen und du musst versuchen, in einer guten Energy zu sein, beziehungsweise vielleicht, wenn man auch aufhört, verkrampft zu versuchen, dann ist man es erst. Also das sind viele Wege. Eine Manifestation ist ein großes Thema. Ich werde sehr, sehr viele Videos in Zukunft über Manifestation machen. Warum? Weil ich dieses Thema sehr gut kenne. Ich habe meine eigenen Erfahrungen dadurch gesammelt und nicht nur aus Büchern. Und deswegen kann ich vielleicht dir oder ja den einen oder anderen etwas mitgeben. Ich würde sagen, das Video war jetzt erstmal wirklich viel Information. Ihr habt jetzt auf jeden Fall meinen Plan gehört. Ich möchte fasten, ich möchte mich reinigen. Flüssigkeit entdeckt, laden ist nicht möglich. Das hatte ich letztens schon mal. Okay, das ist komisch. Das passiert, glaube ich, immer nur, wenn ich es am Computer anschieße. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gespannt. Ich habe mich auch gewogen übrigens. Ich kann euch jetzt auch sagen, wie viel ich wiege. Und zwar habe ich mein Höchstgewicht erreicht. Ja, richtig Katastrophe, ehrlich gesagt.
ist echt nicht geil. Ich wiege einfach 69 Kilo. Ich habe damals, wo ich angefangen habe zu fasten, glaube ich 74 gewogen, also richtig viel, oder 73, und habe dann am Ende 61 gewogen nach 35 Tagen Kokosnusswasser fasten. Ich sag mal, so 2-3 Kilo die Woche kann man auf jeden Fall verlieren, je nachdem, manche Leute auch mehr. Ich hatte ja auch schon mal eine Fastengruppe, da haben sehr viele Leute mitgefastet, haben auch sehr viel Gewicht verloren teilweise und manche ein bisschen weniger, je nachdem, wie lange sie letztendlich gefastet haben. Wenn du Bock hast zu fasten und Hilfe möchtest, ich kann dich auf jeden Fall auch coachen, sehr gerne, 1:1 oder wie auch immer. Aber das sind Sachen, die ich so offiziell noch nicht anbiete. Ich versuche langsam in dieses Thema zu gehen. Ansonsten jeder, der einfach so für sich mitfasten kann, kann gerne die Videos verfolgen. Ich gucke mal, dass ich regelmäßig ein Update gebe. Täglich wird wahrscheinlich zu viel. Also ich gucke mal, was ich updaten kann. Vielleicht mache ich auch mit euch ein Vision Board jetzt die nächsten 2 Tage oder so. Und dann könnte ich auch einen Wochenrückblick machen. Oder je nachdem, wenn ich merke, dass es was Besonderes zu berichten gibt, kann ich mich ja melden. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es wichtig ist, bevor man fastet, dass man achtet, dass man leicht verdaulich ist. Essen ist okay, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dass du dich mental darauf einstellst und dass du auf dein Gefühl hörst, ob es jetzt der richtige Moment ist, und auch, dass du auf dein Gefühl hörst, wenn es vorbei sein soll. Ich bin am Trockenfastentag jetzt Nummer 1. Mal gucken, wie lange ich trockenfaste. Da gehe ich auch nach meinem Gefühl. Und am liebsten würde ich dann natürlich mit Wasser und mit Kokosnusswasser weiterfasten. Vielleicht wird es aber auch Aguas. Das heißt, Aguas sind Wasser mit Saft verdünnt. 40 Tage klingt ein bisschen wild. Und es macht mir auch ein bisschen Angst, dass ich das überhaupt ausspreche hier vor euch. Aber ich wollte euch mitnehmen auf die Reise, diesmal von Anfang an. Auch mit der Manifestation, was ich manifestieren werde. Also ich will wirklich euch komplett mal mitnehmen, was ich so im Kopf habe. Also ich habe auf jeden Fall im Kopf, ich möchte eine Reise. Ich möchte einen Partner manifestieren. Ist ganz crazy, dass ich das jetzt ausspreche. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, dass ich nächstes Jahr einen Partner haben möchte. Deswegen gehe ich auch raus und treffe Männer, damit ich mir sicher bin, was ich möchte. Ich möchte erkennen, wer könnte mein Partner sein, welche Qualifikationen sind mir wichtig. Jedes Mal, wenn ich einen Mann date, wie zum Beispiel jetzt auch der mir diesen Flug gebucht hat, dieser Mann hatte so krasse Eigenschaften für eine feste, stabile Beziehung. Ich kannte ihn noch nicht lange, aber alles, was er gesagt hat von sich, alles, was ich beobachtet habe, seine Taten, seine Worte, dachte ich schon, okay, das ist schon mal ein Mann, der wäre echt. Also der hätte echt Potenzial, mein Partner sein zu können. Das merkst du ja dann auch nur, sind wir ja voll im Dating-Prozess, aber das merkst du ja nur, was du wirklich möchtest, wenn du mehrere Männer datest. Und wenn ich sehe, da ist ein Mann, der so höflich ist, der den Rucksack abnimmt, der dir anbietet, dass er das Zimmer verlängert, weil er möchte, dass du da vielleicht sitzen kannst und arbeiten kannst, der dir einen Flug bucht, der auf jedes Wort, was du sagst, drauf eingeht, der so höflich ist, da denke ich mir so, oh mein Gott, das habe ich ja so noch nie erfahren. Wow, das gibt es wirklich? Und man würde ja gar nicht denken, dass es sowas überhaupt gibt, wenn man das nicht mal erfährt. Und das kannst du nur erfahren, wenn du mehrere Leute kennenlernst. Heißt nicht, dass du mit jedem in die Kiste gehen sollst, aber dass du trotzdem rausgehst, um zu sehen, okay, welche Art von Mann passt wirklich zu mir. Weil ich werde mich nicht mit jemandem einlassen, wo ich nicht das Gefühl habe, also ich werde jetzt nicht sagen, dass ich einen hohen Anspruch habe, aber doch habe ich. Ich habe einen hohen Anspruch. Ich hab einfach schon zu viele Menschen kennengelernt, dass ich jetzt sagen würde, ich würde mich mit auf was einlassen, wo ich sage, das geht für mich persönlich nicht. Auch wenn ein Mensch sich nicht weiterentwickeln kann oder nicht möchte und sehr begrenzt ist und sowas, geht für mich einfach nicht. Wenn jemand negativ denkt, das geht nicht für mich. Wenn jemand nicht so groß denkt, dass er weiß, alles ist möglich und dass das Leben schön sein kann. Weißt du, das sind so Sachen, das ist wichtig. Für mich sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also du ziehst sowieso das an, was zu dir auch matcht. Das muss man auch sagen. Und desto mehr du dich entwickelst, ich sag mal, werde zur besten Version deiner selbst und du wirst den richtigen Partner anziehen. Und desto mehr du dich entwickelst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, von der Luft verschluckt oder so. Jedenfalls wirst du dann den Partner anziehen, der auch dir helfen kann, zu deiner besten Version zu werden. Okay, ich würde sagen, das war jetzt ein längeres Video, als ich dachte. Ich freue mich wieder auf euch. Gucken, wie es weitergeht hier mit dem Fasten. Stell dir mal vor, am Ende faste ich nur 5 Tage und sage euch, ja Leute, ich fühle es gerade nicht so, ich verreise jetzt. Kann sein, dass ich ankomme in ein paar Tagen und sage, Leute, ich habe jetzt gesagt, ich fliege jetzt nach L.A., ich check da mal die Lage, scheiß mal auf Fasten, mache ich einfach einen Monat später. Kann sein, ich halte immer alles offen, aber ich weiß, dass ich das eigentlich durchziehen möchte und ich weiß, dass ich es kann. Das ist nur die Frage, bin ich ready, will ich das wirklich? Boah,
Keine Ahnung. Ich verrate jetzt noch nicht so viel. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Deine Justine. Und schreib mal in die Kommentare rein, ganz kurz noch. Werde ich es schaffen, 40 Tage zu fasten? Ja oder nein? Das würde mich jetzt interessieren. Ich bin gespannt. Ciao. Was wolltest du gerade noch sagen? Ach so, like das Video, abonnieren nicht vergessen. Genau. Und die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren, genau. Das mache ich auch gleich. Das habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich auch gleich. Ich habe schon abonniert. Sehr gut. Ich hab abonniert, Junge! Mann!